Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und, wenn es gut geht, ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur. Es wird zu einem Streitgespräch wahrscheinlich kommen. Das wird unvermeidbar sein und das wollen wir auch gar nicht vermeiden. Über Literatur werden wir reden und die Literaten werden sich vielleicht freuen oder ärgern. Aber diese Sendung ist nicht für Literaten bestimmt, auch für Literaten, aber vor allem für die Freunde der Literatur. Für alle Freunde der Literatur, die freilich, die keine Freunde der Literatur sind, die haben jetzt den falschen Kanal gewählt, die könnten sich dann in dem Folgenden langweilen. Die anderen hoffentlich nicht. Also, 75 Minuten über die Literatur heute. Vier Personen nehmen daran teil, es heißt ja, ein Quartett sei es. Frau Sigrid Löffler kommt aus Wien, war Mitglied der Redaktion der Tageszeitung, der Wiener Tageszeitung, die Presse, und ist jetzt seit Jahren schon verantwortlich für die Kultur im Wiener Magazin Profil, einem Organ, das in der Bundesrepublik wenig und in Österreich sehr wohl bekannt ist. Frau Löffler gilt, und sehr zu Recht, als eine der geistreichsten Frauen Österreichs. Und Frau Löffler gilt bei manchen, sehr zu Unrecht, als eine etwas boshafte Dame. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, Frau Löffler weiß die Kunst, die wahrhaft österreichische Kunst zu üben, auch das Unangenehme, das Kritische und Scharfe auf liebenswürdige Weise zu präsentieren. Sie werden sich davon bald überzeugen. Jürgen Busche hat jahrelang in der FAZ gearbeitet, vor allem als Reporter, und ist jetzt stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Morgenblatts. Von seiner Bildung her ist er Althistoriker, aber er ist mittlerweile weder alt noch Historiker. Er schreibt. Was schreibt er eigentlich? Leitartikel, Kommentare, Glossen, Kritiken, Reportagen, Berichte, kurz nichts Journalistisches ist ihm fremd. Neben mir links Herr Helmut Karasek. Karasek hat mal im Theater gearbeitet, in Stuttgart, dann war er mehrere Jahre bei der Zeit in Hamburg und jetzt ist er nun schon eine längere Zeit beim Spiegel, verantwortlich für eine der Kulturredaktionen des Spiegels. Karasek schreibt Theaterkritiken, Literaturkritiken, Filmkritiken. Kurz, nichts Kritisches ist ihm fremd. Und in einer gewissen Hinsicht erinnert er mich, ja, ich wage es zu sagen, an Lessing, Gotthold Ephraim. Nicht, weil auch er wie Lessing ein Kritiker ist und auch noch ein Hamburger Kritiker. Aber nein, ähnlich wie Lessing hat er aus lauter Verzweiflung ob der Qualität der zeitgenössischen deutschen Dramatik selber zwei Stücke geschrieben, zwei Lustspiele und nicht die schlechtesten. Die Männer von Barnhelm noch nicht, aber da ist er vielleicht auf dem Weg dahin. Der vierte unter uns bin ich, meine Damen und Herren. Herr Karasek, sagen Sie, wer ich bin. Jetzt muss ich mich ja revanchieren. Also, Sie gehen dem merkwürdigsten aller Berufe nach, habe ich der Zeitung heute entnommen. Sie sind Literaturpapst. Und wie es sich für einen Papst gehört, segnen und verdammen Sie. Bann und Segen liegen oft dicht nebeneinander und fallen in eine Familie, denken wir an die Familie Mann. Da haben Sie den einen Bruder gesegnet und heilig gesprochen, den anderen gerade zur Hölle fahren lassen. Aber jetzt zu Ihrem Leben. Sie stammen aus Berlin, mussten 38 vor den Nazis nach Warschau flüchten, sind dabei in gewisser Weise vom Regen in die Traufe gekommen, sind in Polen ein großer Literaturkritiker und bekannter Literat geworden, sind dann nach Deutschland gekommen, wo sie bei der Gruppe 47 einer der gefürchteten vier Kritiker, schon damals gab es ein Quartett, waren. Sie waren dann bei der Zeit mit mir zusammen, daher kennen und fürchten wir uns, und sind jetzt bei der FAZ verantwortlich für die Literatur. Und das Mindeste, was man sagen kann, die FAZ bewältigt das meiste an Literatur. Sie schaufelt täglich und wöchentlich ganze Berge von Literatur frei und zu. Ja, und jetzt zur Sache.
meine Damen und Herren, wir haben die schwierige Aufgabe, über die Literatur in diesem Frühjahr zu sprechen. Die Aufgabe ist schwierig aus einem einzigen Grund. Ende März, natürlich ist nur ein Teil der Frühjahrsproduktion uns schon zugänglich gewesen. Noch können wir nicht alles überblicken, aber das, was wir überblicken können, lässt uns vermuten, dass in diesem Frühjahr doch wohl die ausländische Literatur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und stehen wird. Ausländische Literatur steht in Deutschland immer dann im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn es um die deutsche Literatur etwas schwach bestellt ist. Und das sieht ja danach aus, dass auch in diesem Frühjahr die zeitgenössische deutsche Literatur uns nicht viel zu bieten haben wird. Ausländische Literatur. Da haben wir einen Roman des Polen Andrzej Szczepiorski, Die schöne Frau Seidenmann, Rabals, des Tschechen Roman Ich habe den englischen König bedient, nicht unwichtig der neue Roman von John Updike, einzelne weitere Titel wären da auch noch zu nennen. Fangen wir mal mit dem Roman von Szczepiorski an. Frau Löffler, was halten Sie von diesem Buch? Ja, der Andrzej Szczepiorski ist ein Autor, der hierzulande, glaube ich, noch sehr wenig bekannt ist. Nicht nur deshalb, weil er schwer auszusprechen ist. Sein Roman Die schöne Frau Seidenmann hat mich interessiert, weniger wegen der Machart, die ist ziemlich konventionell, aber er hat mich interessiert wegen des Sujets, das hierzulande nicht allzu bekannt ist. Der Szczepiorski schreibt nämlich über Warschau und die Warschauer während des Zweiten Weltkriegs, also zur Zeit der deutschen Besatzung. Und er beschreibt, er erzählt, wie die Warschauer, und zwar die polnischen und die jüdischen Warschauer, auf diese deutsche Besatzung reagiert haben. Das ist insofern für uns deutschsprachige Leser vielleicht neu, wenn man nicht gerade den Bartoszewski gelesen hat, der über den Widerstand der Polen während des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat. Es ist deshalb interessant oder für mich war es zunächst mal verblüffend zu lesen, dass die Warschauer, die polnischen Warschauer, so besonders patente Kerle sind in diesem Buch. Sie sind nämlich außerordentlich hilfsbereit zu den bedrohten und bedrückten Juden, die in diesem Buch schon im Ghetto zusammengetrieben und im Ghetto dezimiert werden. Es kommen eine Reihe von Juden vor, auch jüdischen Kindern. Und es kommen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen nur positive Polen vor, die in unterschiedlicher Intensität ihren bedrohten Landsleuten helfen. Soweit ist dieses Buch, würde ich sagen, soweit man das überhaupt als Deutschsprachige einschätzen kann, müsste das auch den Polen genehm sein. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch in Polen nicht in einem offiziellen Verlag erschienen worden, wie mir der Autor gesagt hat, sondern er hat es in einem Untergrundverlag erscheinen lassen, weil er Zensur befürchtet hat. Ich habe ihn auch gefragt, warum. Und da ist jetzt die zweite Hälfte des Buches, die interessant ist. Es spielt nämlich nicht nur im Jahr 43 bis 45, sondern es hat auch noch eine Verlängerung in die Zeit 68 herein, 68, 69. Und das war nun wirklich eine ganz antisemitische, von der Partei gesteuerte Kampagne gegen die letzten überlebenden Juden in Polen, die damals vertrieben worden sind. Im Ganzen würde ich sagen, in dem Buch kommen hauptsächlich, jetzt mal von 68 abgesehen, Philosemiten vor. Und zwar Philosemiten durchaus im Sinne von Karl Kraus, der ja gesagt hat, ein Philosemit ist ein Antisemit, der die Juden mag. Und in diesem Sinn würde ich glauben, dass die Polen, die da vorkommen, das ist durchaus ambivalent, auch Philosemiten sind. Ich würde gerne in einer Hinsicht widersprechen. Ich habe das auch bei Ihnen gelesen. Es wird immer so gern über dieses Buch gesagt, es sei in der Erzählweise sehr konventionell. Ich finde es in der Erzählweise verkannt, wenn man es für konventionell hält, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Buch spielt nämlich in drei Zeiten. Und für mich ist die interessanteste Zeit die dritte Zeit. Es ist eine elegische Zeit, es ist nämlich aus dem Heute erzählt, von einem alten Mann. Und der alte Mann macht eine ganz merkwürdige Erfahrung. Zwei Erfahrungen haben Sie beschrieben. Die eine Erfahrung, die Scham über das Verhalten der Polen im Jahr 68, wo sie sich nicht auf die Nazis berufen konnten, wo sie sozusagen mit dem Antisemitismus allein gelassen waren und von der Partei. Und über diese Zeit schämt er sich. Die zweite Zeit ist die Nazizeit, die haben Sie beschrieben. Ich würde sagen, es kommen doch
auch ganz schön finstere Gestalten vor. Es kommen also Polen vor, die denunzieren, die das sogar gegen Geld tun. Es kommen Juden vor, die ihre Haut retten möchten und deshalb andere Juden denunzieren. Und es kommt, was für das Buch sehr ungewöhnlich ist, ein sehr guter Deutscher vor. Aber ich möchte jetzt auf die Erzählweise noch einen Satz. Ich finde, der Blick zurück, der elegische Blick eines 64-jährigen Autors, der eigentlich seine Autobiografie schreibt, macht etwas ganz Ehrliches und Furchtbares. Er verkleinert nämlich die Verbrechen, weil er sagt, jeder Abstand verkleinert die Verbrechen. Das Sterben durch die Natur, durch die Unmenschlichkeit der Natur, verkleinert die Opfer, die damals waren. Und es ist eine Klage gegen die Zeit aufrechterhalten. Am schönsten wird das, wo sein Jugendfreund, der ja wirklich gestorben ist im Ghetto, wo er dem Vorwürfe macht, dass er den Vorteil hatte, damals so jung zu sterben. Und das finde ich die große erzählerische neue Leistung, dass dieser elegische Ton anklagend als Blickwinkel auf die Vergangenheit gerichtet wird. Ja, ich würde auch sagen, ich kann nicht sehen, dass dieses Buch konventionell erzählt ist. Gut, es ist natürlich nicht avantgardistisch oder modernistisch. Vor diesem Verdacht sollte man das Buch bewahren, weil man ihm viele Leser wünschen möchte. Aber es ist auch nicht so konventionell, wie ein deutscher Leser es vielleicht erwartet, wenn er im Titel liest, die schöne Frau Seidemann. Dann wird er vermuten, aha, da wird mir jetzt eine mehr oder weniger handfeste Biografie in Form eines Romans erzählt, einer fiktiven Figur. Was mich an diesem Buch fasziniert hat, ist die dezentrale Erzählweise. Mhm. Es werden immer neue Personen, neue Situationen vorgeführt und ich habe nie als Leser das Gefühl, die Person habe ich erkannt, jetzt weiß ich, wo es lang geht, wie sich es dramatisch weiterentwickeln könnte, in der Erzählform natürlich, sondern eigentlich nimmt der allwissende Erzähler, das ist er, insofern er in die Person reinkriegt und von denen immer alles weiß, der allwissende Erzähler nimmt sich mit dieser Allwissenheit immer zurück, dadurch, dass er sofort die Perspektive, sofort wieder die Richtung wechselt. Und mir hat das an dem von Ihnen in Ihrer schönen Kritik ja schon herausgestellten Schlussszene gut gefallen, dass dort, wo nun man glaubt, der Erzähler müsse in irgendeiner Form zum Streich kommen, dass er keine Beobachtung, keine Empfindung formulieren kann, ohne nicht sofort zu sagen, man kann es aber auch anders sehen. Es könnte aber auch anders sein. Also im Grunde die Bescheidenheit in der Selbstgewissheit hat hier zu einem Erzählstil geführt, der mich richtig gefreut hat und den ich als unkonventionell vielleicht auch nur deshalb empfunden habe, weil ich das bei deutschen Erzählern so vermisse. Ja, darf ich nur noch einen Satz zu konventionell oder nicht dazu sagen? Es mag ja sein, dass ich vielleicht, was das Formale anlangt, etwas anspruchsvoll bin, aber dieses unhinterfragte Hinstellen eines allwissenden Autors, das wird ja in diesem Buch geradezu bis zum Extrem getrieben. Der Autor weiß immer von jeder Person in jedem Moment alles und er verrät ja immer auch, und das ist ja ein Gestaltungsprinzip des Buchs, immer schon, was aus der Figur werden wird. Er sagt uns ja, wo und wie er sterben wird und unter welchen Umständen. Also das würde ich nicht für so Nein, das kann ich nicht, dem kann ich nicht zustimmen, denn verstehen Sie, das wollte ich gerade sagen, er hebt die Gewissheit, die er uns bei der Schilderung einer Figur gibt, in der nächsten Szene sofort wieder auf, indem er etwas ganz anderes schildert. Das heißt also, er spielt mit seiner Rolle als allwissender Erzähler. Also mich hat das, wenn überhaupt, ein bisschen erinnert an Hamito von Doderer, der ja auch durch jede nachfolgende Szene immer eigentlich den Teppich oder den Boden wieder wegzieht, auf der er vorher ein sehr episch, solides Bild hatte entstehen lassen. Ja, und ich muss zu dem Allwissen auch noch einen Satz sagen. Das ist sicher richtig. Wir haben uns den allwissenden Erzähler abgewöhnt. Aber hier wird ein grausiges Theater dadurch veranstaltet, weil die wie auf einer Bühne vor einem allwissenden Gott zappeln und noch denken, sie leben vielleicht lange. Und der Erzähler mit einem großen ironischen Schlenker, dem Leser braucht sich gar keine Mühe zu geben oder hat recht, wird in der nächsten Woche tot sein und so weiter und so fort. Ich glaube, dass hier beides richtig ist. Einerseits haben wir es mit einem allwissenden Erzähler zu tun, andererseits aber mit einem hochmodernen allwissenden Erzähler. Denn
Er zeigt ja seine Figuren jeweils aus der Perspektive dieser Figur, sind keine Ich-Erzählung, wohl aber werden sie und ihre Welt aus dieser Perspektive gezeigt, aber er will keine Spannung mit der Handlung erzeugen. Er sagt von vornherein, der wird sterben, der wird untergehen, die wird überleben, aber dann in Paris viele Jahre nach dem Krieg schwer leiden und so weiter. Also das scheint mir partiell traditionell. Konventionell ist das nicht. Ich glaube auch, dass diese Charakteristik etwas in Frage gestellt wird durch die erstaunliche Stimmung dieses Buches. Das Buch ist etwas ganz Außergewöhnliches. Wir wissen alle, das haben wir immer wieder gehört, über diese Zeit, Drittes Reich, Ghetto, Verfolgung der Juden, kann man einen heiteren oder partiell heiteren Roman nicht schreiben. Wir wissen, Werfel hat es einmal geschafft mit dem Theaterstück Jakubowski und der Oberst. Nur, Jakubowski und der Oberst spielt vor dem Krieg, soweit ich mich erinnere. Und Lubitsch hat es geschafft, ja, mit Sein oder Nicht richtig, Sein. Richtig, ja, das sind alles Sachen, die viel früher entstanden sind. Und Werfel hat das Stück geschrieben, als er von Auschwitz noch nicht wusste. Szczypiorski hat einmal in einem Artikel etwas ganz Interessantes gesagt. Er sagt, das wird das beste deutsche Buch über das Dritte Reich, ist der beste Roman, meinte er, ist das Siebte Kreuz, 39 zu Ende geschrieben. Er sagt, danach konnte man über diese Zeit nicht mehr schreiben. Er hat bewiesen, dass man es kann. Und er hat ein unerhört ernstes Thema auf eine Art und Weise behandelt, wie ich es in der deutschen Literatur noch nie gefunden habe, nämlich ganz leicht, beinahe plaudernd erzählt. Partiell mit Humor. Er macht sich ja über einige seiner Figuren leise lustig, ein bisschen. Es ist ein unterhaltsamer Roman geworden, sehr unterhaltsam, gut lesbar und es wird das, was damals geschehen ist, nicht im geringsten bagatellisiert oder beschönigt. Darf ich was fragen? Das ist eine große Leistung. Darf ich was fragen? Wir haben ja nun das Glück, dass wir einen Zeitzeugen haben. Sie haben die Zeit, die Szczypiorski beschreibt, am eigenen Leib im Ghetto erlebt. Und außerhalb des Ghettos. Und außerhalb des Ghettos. Also ist der, ich meine, ich habe bei Frau Löffler etwas rausgehört, was ich auch ein bisschen empfunden habe. Ich habe immer aus anderen Büchern so das Gefühl gehabt, das Einzige, wo der Faschismus in Polen auf Kollaboration rechnen konnte, war sein Antisemitismus. Ja. Schönt das Buch in dieser Hinsicht, wie Frau Löffler es ein bisschen vermutet, oder hat das Buch eine Wahrheit, die... Herr Karasek, es ist mir sehr schwer, die Frage zu beantworten, weil ich Ihnen zwei Antworten geben muss. Als Leser empfinde ich es genauso wie Frau Löffler, ganz genauso. Es sind lauter edle Polen, die hier auftreten, die den Juden alle helfen wollen, mehr oder weniger helfen. Bisschen zu viel des Guten. Nur ein Denunziant ist am Ende, der ein Pole ist und der denunziert. Also das ist mein Zweifel, genauso wie bei Frau Löffler. Aber nun muss ich Ihnen als Zeitzeuge antworten. Und da bin ich in einer peinlichen Situation. Meine Erfahrung, mein Eindruck als Leser ist nichtig. Denn mich hat kein Pole denunziert. Mir haben Polen geholfen. Und ich habe überlebt dank der Hilfe eines polnischen Arbeiters, einer polnischen Arbeiterfamilie. Also als Zeitzeuge kann ich nur sagen, doch, er hat recht. Er hat vor allem eins gezeigt. Er zeigt ja Figuren, Polen, die pro-jüdisch da eingestellt sind oder die jedenfalls die Juden retten wollen, denen helfen. Entweder sind es Repräsentanten der Intelligenz, wie der Richter Romnicki, und die polnische Intelligenz hat sich summa summarum in dieser Zeit hervorragend verhalten, hat Juden geholfen, oder es sind Proletarier, politisch gebildete Proletarier, wie dieser Sozialist, der Eisenbahner Filippek. Die haben sich auch gut verhalten. Wer hat sich schlecht verhalten? Hunderttausende von Kleinbürgern. Und die Verführung war gigantisch. Verstehen Sie bitte, man konnte ja so leicht Geld verdienen. Leichter. Heute braucht man 3 Minuten Arbeit, um ein Auto aufzuknacken und ein Radio zu stehlen. Da genügte 1 Minute. Man ging mit einem Juden zum nächsten Polizisten, zum nächsten deutschen Gendarm und konnte sich Geld verdienen. Das ging blitzschnell. Sehen Sie, und das ist das Wichtige an dem Roman. Das Erschütternde und das Große. Es wäre sehr gefährlich, denn Roman, glaube ich, zu unterschätzen.
Er zeigt reale Verhältnisse in der Stadt Warschau. Er zeigt sie vortrefflich. Er kennt die Stadt Warschau, ist dort geboren, hat sein ganzes Leben dort gelebt. Natürlich das Milieu, die einzelnen Typen, das stimmt alles. Die Lokalitäten fabelhaft. Das macht er glänzend. Er trumpft damit nicht auf, das macht er so nebenher. Das ist für ihn selbstverständlich. Es ist ein Warschau-Roman, der zeitlich in einer ganz bestimmten Epoche spielt. Und es ist wie jeder gute Roman zugleich eine Parabel über die Verführbarkeit des Individuums im totalitären Staat. Er klagt ja die Figuren in der Regel nicht an. Er zeigt, wie schrecklich diese Zeit war und wohin sie geführt hat. Er zeigt die Situation des Individuums. Und deshalb ist dieser Roman so gut übertragbar. Der deutsche Leser, der sagt, mich interessiert Warschau und was da mit den Juden passiert ist, überhaupt nicht, kann den Roman mit höchstem Interesse lesen. Und der enorme Verkauf des eben vor 3 Wochen erschienenen Romans beweist es. Der Roman war ja vorher in der Zeitung vorab gedruckt, aber viele Leute kannten ihn, dass diese Geschichte sofort übertragen wird auf Verhältnisse im Dritten Reich und vielleicht auch in anderen totalitären Staaten, vielleicht auch in einem deutschen totalitären Staat, einem anderen, durchaus möglich. Der Roman ist nicht auf diese Verhältnisse beschränkt. Mit anderen Worten, er hat einen doppelten Boden und wie eigentlich jeder gute Roman. Was mich interessiert, aber ist nur ein Punkt noch, ich habe schon erwähnt, ist die Unterhaltsamkeit und Leichtigkeit des Romans. Das Wort Unterhaltsamkeit ist ja furchtbar gefährlich. Ich habe mal in einer der ersten Diskussionen in meinem Leben mit Hilde Spiel Arthur Schnitzler vor 25 Jahren als einen höchst unterhaltsamen Schriftsteller gelobt und gerühmt. Und sie war empört, hat gesagt, das ist ein Skandal, was ich da gesagt hätte. Schnitzler sei ein ganz großer Schriftsteller und kein Unterhaltungsschriftsteller gewesen. Nun, natürlich hatte ich nicht gemeint Unterhaltungsschriftsteller. Auch bei Schlipiorski trifft das nicht zu. Aber er vermag, aus diesen Dingen einen sehr gut und leicht lesbaren Roman zu schreiben. Und noch etwas. Ist ja von einem Polen heute geschrieben, in Warschau. Ein Roman über Verhältnisse im Zweiten Weltkrieg in Warschau. Eine Jüdin wird denunziert und verhaftet außerhalb des Ghettos. Der sie denunziert, ist ein Jude. Der sie frei kriegt, ist ein Deutscher mit einem Hakenkreuz am Revers. Das ist kein Roman mit nationalen Vorurteilen. Im Gegenteil, der Roman rennt gegen alle nationalen Vorurteile an. Und daher auch dieser fabelhafte Schluss des Romans, wo das Mädchen, das jüdische Mädchen, das im Kloster gerettet wurde, Maria im Kloster hieß, ursprünglich hieß sie ganz anders, im Alter von 20, 22 Jahren, längst nach dem Krieg, nach Israel kommt. Nun, die Maria nennt sich jetzt Miriam, wie die plötzlich da sieht diese Miriam, wie israelische Soldaten Palästinenser misshandeln, wie darunter leidet. Die sieht, hier geht's weiter, hier werden wieder die Sieger demütigen, die Besiegten. Und dann diese Worte spricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehr typisch übrigens für den Roman, ich bin gleich fertig. Ein hochpathetischer Schluss, ja, mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sofort wird er von Stipiorski aufgefangen. Ja. Der Ehemann dieser Miriam kommt aus dem Nebenzimmer, der hat das missverstanden, sagt, ich habe dich gar nicht verlassen, soll ich dir ein Glas Tee machen? Sehr bezeichnend dafür, wie dieser Schriftsteller Angst vor dem Pathos hat, ganz ohne Pathos erzählt. Und dabei, wisst ihr noch eine Kleinigkeit, es ist ein intelligenter Roman. Er ist intelligent geschrieben. Das ist ein vernünftiger Mensch, der geisterreich ist, der nicht nur gut, anschaulich, plastisch erzählen kann, der auch noch intelligent was zu sagen hat und human auch noch. Herrgott, wenn wir einen deutschen Roman dieser Art heutzutage hätten. Ich wäre froh. Das Buch uns entschwebt, im Himmel. Ja, nein, Sie haben aber gerade selber schon, Entschuldigung, den Grund gesagt. Wenn Sie überlegen, dieses Schlussbild, israelische Soldaten, wie sie dort geschildert werden, selbstverständlich breitbeinig, mit vorgeschobenem Becken und die Knarre in der Hand, ist ja gerade in dieser Zeit, nicht in der Zeit, wo der Autor es geschrieben hat vielleicht, aber gerade in diesen Wochen und Monaten für uns ein ganz erschreckendes Bild. Und wir haben doch meist die Bilder auch gesehen aus dem Bundestag, als darüber diskutiert wurde. Und wo ein Mann wie Otto Schily einfach nicht weitersprechen konnten, weil wir als Deutsche eben
wissen müssen, bei welchen Themen wir besser den Mund halten. Und das ist so ein Thema und das ist so ein Fall. Ich will jetzt nicht den Bogen zu weit schlagen, aber die Leichtigkeit, die notwendige Leichtigkeit vielleicht sogar des Schreibens, darüber steht uns nicht zu. Punkt. Augenblick mal, Herr Busche, in Israel spielen von den 250 Seiten vielleicht zwei Seiten oder anderthalb. Das Ganze spielt in Warschau. Ja, wer hindert deutsche Romanciers, einen Roman über Gelsenkirchen während des Zweiten Weltkriegs oder Wuppertal zu schreiben? Ja? Es muss ja nicht ein deutscher Romancier über Warschau schreiben, sondern darüber, was in Deutschland passiert ist. Würde ich sagen, der Degenhardt-Roman der im Ruhrgebiet spielt, der hat nicht die sprachliche Schönheit, aber zumindest diesen Ton. Ich glaube, eine andere literarische Qualität. Ich weiß nicht, ob der vergleichbar ist. Was ich hier meine, ist vor allem eins. Mit diesem Thema, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, ist die deutsche Literatur nicht fertig geworden. Sie hat sich kaum ernsthaft bemüht, dieses Thema zu behandeln. Das ist ungeheuerlich. Natürlich, vergessen wir es nicht. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es keine Bücher über den Ersten Weltkrieg. Wollte keiner lesen und keiner schreiben. Sie kamen alle, im Westen nichts Neues, Renz Krieg, der Streit um den Sergeanten Grischa, Plivier, ungefähr 10, 12 Jahre nach Schluss des Krieges. 8, 29, 30. Jetzt sind über 40 Jahre seit der Zeit vergangen. Und jetzt kommen junge Autoren und sagen, ja, uns fällt es schwer, darüber zu schreiben, wir haben die Zeit nicht erlebt. Ich meine, ich will nicht die deutschen Schriftsteller zur Ordnung rufen. So war es, so ist es. Die Literatur hat sich dieser Aufgabe kaum angenommen. Nach wie vor, Szczepiorski hat recht, ist der bedeutendste deutsche Roman über das Leben während des Dritten Reichs das Siebte Kreuz von Anna Seghers. Ein Meisterwerk der deutschen Literatur. Seitdem so wenig. Sonderbar. Das wollen wir nicht unterlassen, darauf hinzuweisen. Das ist sehr bemerkenswert. Nun gut, aber wir haben ja einen anderen Roman gleichzeitig, der ebenfalls... Frau Löffler wollte, glaube ich, noch... Frau Löffler, Sie wollten noch zu Szczepiorski. Nein, eine kleine Arabeske dazu, aus österreichischer Sicht vielleicht. Was mich so berührt hat, ist, dass dieses Buch ein Stückchen Trauerarbeit ist. Es gibt nur eine Stelle, wo der Szczepiorski wirklich direkt wird und seine Botschaft sozusagen als Thema des Romans auf den Punkt bringt, wo er sagt, dass die Polen sich zu schämen haben und traurig zu sein haben, dass sie nicht mehr dieselben Polen sind, weil sie die Juden nicht mehr im Lande haben. Und das war ein Satz, der mich als Österreicherin gerade jetzt schon ganz besonders berührt hat. Dass da einer mal kommt, ein Schriftsteller, und sagt, wir sind nicht mehr dieselben, die wir waren, wir sind kulturell nicht mehr dieselben, wir haben etwas Ungeheuerliches eingebüßt, weil wir das jüdische Element, das so wichtig ist für unsere Kultur, nicht mehr haben. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, da muss ich Ihnen zustimmen, würde ich mir wünschen, dass ein Österreicher das auch mal sagen würde. Und noch etwas, vergessen wir nicht, es sind enorme Passagen in diesem Roman, gerade die entscheidenden in der zweiten Hälfte, mit einem ungeheuren Hass geschrieben, mit einem Hass gegen die Polen. Und fast möchte ich sagen, nur ein Pole hat das Recht, so über die Polen zu schreiben wie er. Denn das ist ja bei diesen Dingen immer. So über die Deutschen wie Hölderlin darf eigentlich nur ein Deutscher schreiben. Und Szczepiorski macht von diesem Recht Gebrauch, die Polen, seine Landsleute aufs Schärfste anzuklagen. Und im Übrigen erfolgt da einer großen Tradition der polnischen Literatur, die immer mit den eigenen Landsleuten sehr streng ins Gericht ging. Gut, aber wir haben Anna, ja wir noch... sollten aber, Sie haben diesen vorher den zweiten Roman erwähnt, den von Rabal. Ich bediente den englischen König. Und das ist ja auch ein Roman, der von der Nazizeit handelt. Und wenn man diesen Roman vor Augen hat, dann fällt es leicht, ihr Verdikt aufzuheben, dass die Deutschen nicht drüber geschrieben haben. Denn der Rabal geht die Vergangenheit etwa ähnlich an, wie Günter Grass es in seinen großen Romanen getan hat. Es ist der Versuch, sie gleichzeitig satirisch durch Übertreibung zu mythifizieren und zu entmythifizieren. Denken Sie an Katz und Maus und denken Sie an die Hundejahre. Also Rabal hat sehr viel davon und ich möchte fast sagen, der Roman stammt aus dem Jahr 71, er kann sogar von Grass gelernt haben, vielleicht. Also es gibt... Und wenn wir uns ein bisschen anstrengen würden, würden uns noch mehr deutsche Romane einfallen, die sich
Weit über Degenhardts Niveau, ja. Diesen Seitenhieb möchte ich mir doch erlauben, mit der Vergangenheit auch beschäftigt haben. Aber lieber natürlich die halbe Blechtrommel, die Novelle Katze und Maus, ein bisschen Hundejahre, die Deutschstunde von Siegfried Lenz wollen wir nicht vergessen. Selbstverständlich, ich sage doch nur, 43 Jahre nach Kriegsschluss ist alles, was wir hier zusammenstellen können an deutscher Literatur zu dieser Epoche sehr wenig. Es ist doch kein Zufall, dass diese Themen in Österreich beispielsweise auch verhältnismäßig wenig aufgegriffen worden. Natürlich können wir, Frau Löffler wird uns ein halbes Dutzend Titel nennen können. Nicht ein halbes Dutzend, aber ein oder zwei doch. Ich glaube, dass das Problem heute für Schriftsteller etwas anders gelagert ist. Die beiden, über die wir heute reden, Szczypiorski und Rabal, sind beides Herren so um die 70. Die also sprechen aus ihrer eigenen Erfahrung. Ja. Auch der Rabal beschreibt ja mehr oder weniger die Tschechische Republik vor dem Zweiten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg bis herauf nach 48. Die schreiben ja aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus. Die Autoren, die jünger sind, die sagen wir erst so um 45 herum geboren sind, man kann nicht sagen, dass dieses Thema sie nicht bewegt. Aber ich glaube, dass jüngere Autoren, die nicht aus der eigenen Erfahrung schreiben können, sich um ein anderes Thema kümmern müssen, nämlich um die, wie soll ich das nennen, die antisemitische Mentalität. Die müssen mehr darauf schauen, wie eine gewisse Mentalität weitergelebt hat und die beschreiben. Also nicht so sehr historisch auf das Jahr 45 gehen, das können sie nicht, sondern schreiben, wie es weitergewirkt hat. Ich nenne nur die Elfriede Jelinek und das Stück Burgtheater. Ja. Ich wollte als Beispiel noch sagen, dem Szczypiorski tut man ja, man engt ihn ein, wenn man sagt, er beschreibt die Nazizeit. Wie gesagt, er beschreibt in Wahrheit, die eigentliche Trauerarbeit gilt im Jahr 68. Und ich könnte Ihnen wirklich sehr viele deutsche Bücher nennen, die sich mit dem Tarnen, mit dem Nachleben der Nazis nach 45 beschäftigen, wo die Autoren es am eigenen Leib erlebt haben. Sie haben es schon von der Jelinek gesagt. Es gibt solche Romane von Walser, es gibt diese Romane von Lenz und so weiter und so fort. Das heißt, die deutsche Literatur hat sich nicht mit den Zeiten beschäftigt, mit denen sich diese Bücher beschäftigen, sondern mit der Nachkriegszeit, mit dem Verschwinden der Nazis. Wie aus Nazis, Waldheims und sonstige Leute wurden. Damit hat sie sich beschäftigt. Also ich möchte noch mal... Können wir mal zu dem Roman von Rabal... Ja, gerne. Ja. Aber ich meine, das ist vielleicht ein Übergang zu Rabal. Wir tun uns natürlich schwer, das sachliche Thema, Aufarbeitung des historisch Geschehenen, komplex in den Blick zu bekommen, wenn wir als Kunstrichter Vorurteile treffen, was wir überhaupt in den Blick nehmen wollen. Wenn Sie sagen... niedriges Niveau von Zündschnüren. Also ich muss sagen, wenn ich dieses Buch etwa meinen Kindern gebe, dann haben die eine Ahnung davon, wie man als 14-Jähriger im Dritten Reich lebte. Die Frage, ob das nun eine Kunstform ist, die man neben Thomas Mann und Fontane stellen kann, stellt sich dann vielleicht irgendwann mal anders. Nein, ich halte und das in weiterem für ein Irrtum, Sinne, dass man sagen kann, es gibt keine Kunstformen, die nicht über die Wahrhaftigkeit des Inhalts was aussagen würden. Also lassen Sie mich den Gedanken mal weiterführen. Sie sagen, im Westen nichts Neues. Ich muss sagen, jetzt jenseits wiederum kunstrichterlicher Tätigkeit, die Romantrilogie 0815, die in ihrem dritten Teil, den Krieg betreffenden Teil, durchaus mit sehr ernstem Ton Geiselerschießungen, Deportationen darstellt, durchaus den ganzen Schrecken des Krieges im Osten darstellt, vorher natürlich jetzt auch auf eine leichte, spöttisch über den Militärbetrieb hinfahrende Weise schreibt, der hat natürlich von rechten Kreisen in 50er Jahren erbitterten Widerspruch erfahren, war aber gleichwohl ein Erfolgsroman und wurde verfilmt. Ich glaube, wenn wir über diese Dinge allzu leicht hinweggehen, dann fallen wir wieder auf die deutsche Misere hinein, dass wir, wo wir Erfolg sehen, wo wir Erfolg wittern, wo wir sogar noch Erfolg in Auflagezahlen und Verfilmungen
nachweisen können. Sagen, also das kann ja schon nicht gut sein. Um Gottes Willen. Nein, wenn ich nicht einen Oberstudienrat brauche, um das Buch zu verstehen, der 0815 war früher als die Blechtrommel. Ja. 0815 war in den ersten 10 Jahren ja, nach egal, dem Krieg Augenblick. Egal. Aber die Blechtrommel und die Deutschstunde waren gigantische Erfolge und keiner hat gesagt, dass die Erfolge gegen diese Bücher doch, sprechen. Bei der Deutschstunde hat man es gesagt. Nein, man hat es gesagt. Aber doch nicht vom, man hat doch nicht von den Verkaufsziffern der Deutschstunde die Beurteilung abhängig gesagt, gemacht. Die Beurteilung war da, bevor man überhaupt wusste, dass das ein Millionenerfolg werden würde, Millionen von Exemplaren. Ja? Wenn es dann wäre, Degen hat wirklich ein großer Roman, denn er war, glaube ich, überhaupt kein Erfolg. Also wenn das nur das Kriterium wäre, dann könnte man... Aber glaubt ihr nicht, Freunde, dass dieser Rabal doch ein hochbeachtlicher Schriftsteller, ein großes Talent ist und ein ganz geradezu barocker Erzähler mit einer Fülle von Einfällen, von Motiven. Ich finde, das ist schon keine alltägliche Sache. Und das lohnt sich, auf den Roman zu verweisen. Er ist übrigens, was man sagen muss, sehr bedauerlich, dass in dem Roman nicht drinsteht, dass er 71 erschienen ist. Dass das ein Buch von 71 ist. Man tut dem Autor ein Unrecht, wenn man es präsentiert, als sei es jetzt geschrieben. Im Klappentext steht der jüngste Roman, als sei er vor einem halben Jahr beendet worden. Also ich habe ein Bedenken gegen das Buch. Es ist ein wirklich schönes Buch und man sagt bei solchen Büchern immer, sie sind prall und toll erzählt. Barock. Das Barocke besteht immer daran, dass wenn was gegessen wird, dass einer nicht ein Huhn ist, sondern 6 Hühner. Und wenn er mit einer Frau schläft, dann gleich 10-mal oder 15-mal. Also es ist so eine gewisse, der Barockbegriff verführt selbst gute Autoren dazu, so ein bisschen kraftprotzend daherzukommen. Das ist sehr schön in diesem Buch, wenn es auf Lebensborn geht. Vielleicht muss man das kurz erläutern. Ja. Das ist ein Tscheche, der ein Kollaborateur wird, weil er sich an eine Deutsche in so ein BDM-Mieze oder Rote Kreuz-Schwester verliebt während des Krieges und wird dann auch gleich arisiert, also nein, germanisiert. Aria ist er ja, weil er so schön blond ist und kommt dann als Kellner zum Lebensborn. Und da wirkt also diese Übertreibung, diese Ironie übrigens wirklich ähnlich wie bei Grass. Sehr schön, weil sie diese Kraftprotzerei dieser Nazis mit ihren Nibelungenhelden und so ironisiert. Bloß wo das Buch also zeigt, mein Gott, was bin ich für ein Gargantua, dieser Ich-Erzähler, um nur nachher zu zeigen, der geht ja in eine Art Kloster am Schluss und wenn der Mensch hinten nicht mehr hochkommt, übt er innere Einkehr, so endet das Buch ein bisschen. Naja. Da ist er mir ein bisschen zu kraftprotzerisch, das Buch. Lieber, das ist ganz sicher, Sie haben völlig recht, er ist zu kraftprotzerisch und ich finde auch, dass die Sexualmotive ein bisschen gar zu sehr angehäuft sind. In dem Buch ist zu viel des Guten schon, dennoch ist es mit großer Virtuosität und Bravour erzählt und, was man mal betonen sollte, soweit ich sehe, hervorragend übersetzt. Auch der Stipiorski Roman ist gut übersetzt. Sehr merkwürdig. Die schlechtesten Übersetzungen, die in diesem Land erscheinen, sind die Übersetzungen aus dem Englischen. Man würde denken, das können nun die Übersetzer. Da gibt es genug Leute. Das sind die schlechtesten Übersetzungen. Diese beiden Bücher aus dem Polnischen und aus dem Tschechischen übersetzt, sind gut übersetzt worden. Beim Polnischen kann ich es mit Sicherheit sagen, bei dem Tschechischen von Rabal kann ich es vermuten. Immerhin 2 Bücher, die ihre Leser finden werden und das, glaube ich, ist gut. Es ist erfreulich, wenn solche Bücher Leser finden werden. Aber was ist mit der deutschsprachigen Literatur in diesem Frühjahr? Könnte es sein, wir haben es nur zufällig noch nicht entdeckt, weil es noch so könnte lieber, das sein? Alles ist möglich. Ich habe ja gesagt, am 3. Juni, wenn wir uns noch mal treffen, können wir ja korrigieren und sagen, inzwischen ist das Werk des Jahrhunderts erschienen, von dessen Existenz wir am 25. März noch nichts wussten. Wir überblicken einen Teil, aber immerhin über diesen Teil kann man ja reden. Wie ist es nun mit der deutschsprachigen Literatur? 2 Lyrikerinnen, die zu den bekanntesten gehören, stehen ja mit 9 Büchern da. Sarah Kirsch und Ulla Hahn. Wer hat das Bedürfnis, sich zu äußern? Ja, ich habe vor allem das Bedürfnis zu fragen, Herr Reich-Ranicki. Beide Bücher sind uns ja mehr oder weniger von Ihnen vorgeschlagen worden. Ich habe auch brav meine Hausübungen gemacht und die beiden Bücher gelesen, was ich sicher freiwillig nicht getan hätte. Ich würde eigentlich eher von Ihnen gerne wissen, was Sie dazu bewogen hat, diese beiden Bücher gleich hier mal ins Programm zu nehmen. Ja, ganz einfach. Ich habe die beiden Bücher ja Ihnen nur vorgeschlagen und ich habe auf Gegenvorschläge von Herrn Karasek oder
Herrn Buschere von Ihnen gewartet und keine realen kam. Warum sind die beiden Bücher? Nein, Albert Drach ist nicht real. Nein, Michael Köhlmeier ist nicht real. Nein, das schien mir wirklich nicht. Albert Drachs Buch, jetzt ein altes, vor über 30 Jahren geschrieben. Also dieses Buch, ist aktueller und sagt mehr über die Situation aus als beispielsweise der Rabat. Ja, dann können wir nachher auf das Buch von Drach doch gerne zu sprechen kommen. Warum habe ich diese beiden Autorinnen genannt? Es gibt eine Ansicht vieler Leute, ich gehöre zu ihnen, dass die bedeutendste deutsche Lyrikerin unserer Zeit Sarah Kirsch ist. Sarah Kirsch hat einen Prosaband, einen kleinen Prosaband geschrieben, der mir, ich will gar nicht mal sagen bedeutend, aber bemerkenswert scheint. Und ein solches Buch, das in einer poetischen Prosa ja im Grunde die Problematik der Teilung Deutschlands behandelt, auf Art, auf der Art, so wie Sarah Kirsch das darstellt, ist nicht ganz unwichtig. Haben Sie sich dabei gelangweilt, Herr Karasek? Also ich möchte eine andere Antwort geben, wenn Sie mir das gestatten. Ich möchte nicht sagen, ob ich mich gelangweilt habe, nicht, sondern ich möchte sagen, warum ich so froh bin, dass wir auch über Ulla Hahn sprechen können, weil sie ist ein sehr schönes Beispiel für den Literaturbetrieb. Sie zeigt die Omnipotenz eines Kritikers, der aus dem Nichts, aus seiner Hand wächst ihm ein Kornfeld. Und dieses Kornfeld heißt Ulla Hahn und insofern ist das ein hochinteressanter Fall. Also ich denke, dass sie beweist, dass der Literaturbetrieb einem intelligenten, wortgewaltigen, großen Kritiker es erlaubt, eine Lyrikerin zu schöpfen. Und dieser Vorgang ist doch sehr bemerkenswert. Selbst, ich will mal das literarische Leben schildern, selbst die Zeit, die einen Verriss oder einen milden Verriss über Ulla Hahn veröffentlicht hat in dieser Woche, verwendet auf diesen schmalen Band sozusagen eine ganze Seite. Das heißt, der Gegenstand hat eine Größe und diese Größe könnte ich durch das Vorlesen eines einzigen Gedichts, Sie haben es heute in der Morgenpost abgedruckt, es heißt fast, könnte ich korrigieren, wenn Sie mir erlauben, würde ich es ganz gern tun. Es ist sehr kurz, das Gedicht. Ich muss die Brille nehmen, es ist sehr klein gedruckt. Das Gedicht heißt fast. Abend im März. Glückselige Musik von Amseln und alten Meistern. Er rief an, ich hätte ihm fast die verbotenen drei Wörter gesagt. Heute in der Morgenpost abgedruckt. Mir fällt bei dem Wort fast Friederike Kempner ein. Das ist ein wirkliches Friederike Kempner-Fass. Und ich könnte jetzt über die glückselige Musik und über die alten Meister, das hat wirklich so was von einer Asbach-Werbung. Über all das könnte man reden. Ja. Ich will nur sagen, gerne. Ja. Also Herr Karasek, Punkt 1. Aber verzeihung, nur eins noch. Das Schätzenswerte ist schon, dass die verbotenen drei Wörter großgeschrieben sind. Ja, ich weiß auch, wie die drei Wörter heißen. Ja, das wirklich, ich rede noch. Ja, ich kenne sie aus Poesiealben, glaube ich. Herr Busche. Herr Reichernitzky, Sie haben natürlich einen Kritiker wie Herrn Karasek eingeladen, so zu reagieren, durch das, was Sie sicherlich vorhin ironisch gemeint haben, als Sie sagten, vielleicht sitzen wir im Juni wieder zusammen und dann ist das Jahrhundertwerk da. Sie haben es ironisch gemeint. Ich fürchte, für viele Kritiker ist es gar keine Ironie. Wir sind viel zu wenig bescheiden im Blick auf das, was wir schon loben wollen oder was uns schon gefallen könnte. Ich sagte es vorhin schon, wir warten ab, also Thomas Mann habe ich im Kopf, Fontane habe ich im Kopf, wahrscheinlich noch Hemingway oder Gide oder Proust. Und jetzt warte ich auf so ein armes Büchlein und gucke an und sage, also ein Fontane ist es nicht, Ferris. Ich habe Ihnen zum Beispiel gesagt... Sprechen Sie jetzt langsam, wieso? Ich spreche als Jürgen Busche. Sie haben eben gesagt, wir haben keine Vorstellung gemacht. Ich habe Ihnen das Buch von Michael Zeller vorgeschlagen über Paula Modersohn-Becker. Natürlich ist das kein Jahrhundertwerk, aber es ist eine interessante Erzählung, die dem einen oder anderen die Figur von Paula Modersohn-Becker näher bringen kann. Wieso ist das wenig? Zur Ulla Hahn, da muss ich sagen, halte ich die Methode, die Sie hier gewählt haben, für total falsch. Gottfried Benn hat mal gesagt, jeder Lyriker schreibt in seinem Leben überhaupt nur 5, 6 wirklich gute Gedichte. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass in Gedichtbänden, die alle Lyriker veröffentlicht haben, und wenn in einem Gedichtband 50 Gedichte drin stehen, gehe ich davon aus, dass von diesen 50 Gedichten 40 oder 45 so schlecht sind, dass ich einen ganzen Saal
zum Lachen bringen kann. Aber wenn, Sie haben darf dieses ich ausreden? Gedicht ausgewählt. Darf ich? Sie haben es Lassen ausgewählt Sie bitte als ausreden. Lassen Sie ihn ausreden. Zunächst mal, die Morgenpost unterscheidet sich vom Spiegel dadurch, dass sie bekennt, grundsätzlich nicht nur Meisterwerke abzudrucken, während ja der Spiegel, wie etwa im Fall Waldheim, nur Meisterwerke, wenn es auch Meisterwerke der Fälschung sind, abdruckt. Ich glaube, dass, wenn ich zeigen kann, dass bei Ulla Hahn nicht einmal in diesem Band, sondern in dem, was sie bisher veröffentlicht hat, 2 oder 3 Gedichte sind, von denen ich nicht sagen kann, was sie in 50 Jahren noch wert sind, die ich aber jetzt gerne lese, mit einem angenehmen Gefühl lese, dann würde ich sagen, ist sie eine gute Lyrikerin. Dass Lyrik aus einer sprachlichen und empfindungsmäßigen Assimilationskraft lebt, die sowohl etwas als großartig darstellen kann, was eigentlich Talmi ist, umgekehrt aber auch etwas, das Talmi aussehen kann, weil alle drüber reden, obwohl es eigentlich großartig ist, das ist das Problem der Lyrikinterpretation, der Lyrikbewertung, seit es diese gibt. Das Problem sollten wir uns bewusst halten. Und ich meine, ich kann Ihnen auch ein Goethe-Gedichtband nehmen und ich kann Ihnen ein Heine- oder ein Rilke-Gedichtband nehmen und kann ein Gedicht rausnehmen und vorlesen und stelle fest, die Leute lachen sich kaputt. Ja. Also, Herr Busche, ich verstehe sehr wohl, was Sie gesagt haben. Nur eine kleine Bemerkung am Rand. Eine der dümmsten Sätze, die je von einem deutschen Lyriker gesagt wurden, stammt von Ben. Bei jedem Lyriker gäbe es 6 gute Gedichte. Ich weiß nicht, warum dieser Satz immer wieder zitiert wird. Ja. Bei Goethe bin ich bereit, 56 oder 76 herrliche Gedichte zu finden. Und bei Heine 16 oder 26. Das mit den 6 stimmt nicht. Auch bei Ben würde ich noch 8, 9 Gedichte. Ja, das ist Ihnen unbenommen, Herr Reichen, es ist ja unbenommen, das zu glauben. Ja. Aber warum darf nicht ein anderer eine andere Meinung haben? Ja, darf. Also, der Satz nicht dumm. Wenn ich sage, ich finde bei Goethe nur 10 oder 12. Nein. Ist das mein Urteil? Aber gut, Ihr Urteil ist anders. Lassen wir mal die Frage. Ich weiß nicht, warum dieser Satz eine solche Attraktivität seit vielen Jahren ausübt. Er wird ja immer wieder zitiert. Ja, weil er richtig ist. Nun zu Herrn Karasek. Herr Karasek, ein Beispiel des Literaturbetriebs. Ein Kritiker hat aus dem Nichts eine Lyrikerin geschaffen. Herr Karasek, Sie schmeicheln mir. Sie schaffen einen Mythos, den es überhaupt auf Erden nicht gibt. Das hat es in der Geschichte der Weltliteratur nicht gegeben. Ein Kritiker schafft es, dass eine Lyrikerin 4 Bände veröffentlicht. Jeder dieser Bände wird glänzend verkauft. Es erscheinen Kritiken der bedeutendsten Kritiker. Es schreibt Hans Bender in der Süddeutschen Zeitung enthusiastisch. Es schreibt Günter Kunert in der Zeit. Es schreiben Peter von Matt, der bedeutendste Schweizer Kritiker, den wir haben, mit hohem Respekt, und viele Leute sind der Ansicht, dass Ulla Hahn das weitaus bedeutendste Talent ist unter allen, die zur deutschen Lyrik, ob weiblichen oder männlichen Geschlecht, im Laufe der letzten 10 Jahre hinzugekommen sind. Nun haben Sie ein Gedicht gelesen, das in der Tat schwach ist. Ich kann Ihnen sofort von Heine vorlesen, das Gedicht von der Palme im Süden, die sich sehnt nach der Fichte im Norden. Der bare Kitsch. Heinrich Heine, ein genialer Lyriker. Ich kann Ihnen bei Rilke genug Schwaches finden. Aber wenn Sie diese Methode eingeführt haben, dann lassen Sie mich mal antworten. Ich nehme hier ein Gedicht von 4 Zeilen. Gönnen Sie mir einen Satz vorher. Ich habe dieses Gedicht nicht ausgesucht, sondern ich habe die Auswahl Herrn Busche überlassen. Ich habe nicht boshaft nach irgendeinem, sondern das Gedicht steht heute in der Morgenpost als repräsentativ für den Land. Aber seit wann bilden Sie sich Ihr Urteil aufgrund der Abdrucke? Nur damit Sie nicht sagen... Das ist doch nur wieder positiv. Damit Sie nicht sagen... Er orientiert sich. Nicht sagen, ich suche es boshaft aus, habe ich ernst genommen, dass jemand als Repräsentant der Zeitung war. Ich weiß nicht, bei Kilt wird es auch zitiert. Ich weiß nicht, ob er es als repräsentatives Gedicht oder in leise denunziatorischer Absicht abgedruckt hat in der Morgenpost. Das sei dahingestellt. Aber ich bitte euch, hört mal zu, 4 andere Zeilen. Ein Gedicht mit dem Titel Spürest du. Ja, jeder versteht, dass eine Goethe-Anspielung Wanderers Nachlied, klar eine Paraphrase. Wenn der Tag sich neigt, steigen die Reste des Lichts. Gnaden frisst in den Wipfeln, kreischt Wind auf, spreizt er die Kronen, kein Nistplatz, kein Halt, keine Ruhe. Das ist ein großartiges lyrisches Gedicht unserer Zeit. Und ich möchte noch sehen, wer sowas in deutscher Sprache machen kann. Und gleich daneben heute das Gedicht Endstadium.
ein Meisterwerk. Auch nur, ich will es nicht noch mal vorlesen, 6 Zeilen. Ulla Hahn ist eine Lyrikerin, die das, die Kritik und das Publikum teilt. Es gibt Anhänger und es gibt Gegner. Das gab es immer bei jedem Lyriker von Rang. Und das sollte man vermeiden. Und vergessen wir nicht, dass wir heute Lyriker bewundern, die zu Lebzeiten sehr wenig beachtet wurden. Paul Celan kam, als er längst das seine besten Gedichte geschrieben hat, kam Paul Celan zur Gruppe 47, las und fiel total durch. Heute wird der Name Celan wie der eines Heiligen ausgesprochen. Nein, ich bin bereit, bei Ulla Hahn weit mehr als 6 gute Gedichte zu finden. Und ich halte es für absolut unmöglich, dass es einem Kritiker, und sei er auch teuflisch begabt und schlau, gelingen kann, so etwas zu schaffen. Da sind 4 Bände inzwischen da. So ist das wieder nicht. Nur, die Lyrik der Ulla Hahn mag vielen nicht behagen. Hier ist eine Sache zu sagen, die ganz wichtig ist. Sie hat eine ganz bestimmte literarhistorische Funktion. Ob diese von der Autorin angestrebt war oder nicht, sei dahingestellt, das ist mir vollkommen gleichgültig. Nach der starken Politisierung der deutschen Lyrik nach 68 in den 70er Jahren, Paradebeispiel Erich Fried, der neben sehr guten, sehr viele schwache Gedichte geschrieben hat, kam um 1980, ihr erster Band ist 81 erschienen, die Ulla Hahn, und wurde zum Repräsentanten einer Generation, die etwas anderes haben wollte, die genug hatte von dieser politischen Lyrik, die nichts erreicht und die sich gesehnt hat nach Schönheit. Und sie hat bewiesen, dass man melodiöse, schöne Gedichte schreiben kann und dass man das bieten kann, was Lyriker immer den Lesern geboten haben, nämlich eine Identifikationsfigur. Und das ist sehr viel. Vergessen eine Lyrikerin, die das viel, noch viel erfolgreicher, wenn Sie auf den Erfolg ansprechen, wenn Sie nur sagen, 4 Bände gibt es inzwischen. Ich habe ja nur gesagt, Sie haben sie geschaffen. Wenn mal etwas erschaffen ist, dann kann es manchmal allein weiterlaufen. Nein. Das gebe ich zu. Nur, wenn Ihre Argumente ließen sich mit dem gleichen Recht auf Frau Wibranitz anwenden. Das wollen wir jetzt nicht. Das aber wollten, das, dann das, könnte man das ja, selber sagen. Die das Möglichkeit jetzt kein von Mensch. Herrn... Ja, gut. Frau. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ausgerechnet dieses Gedicht Spürest du vorgelesen haben. Bei dem habe ich mir nämlich gedacht, es beweist wirklich die Methode der Ulla Hahn. Sie ist nämlich auf Du und Du mit dem lyrischen Kanon. Sie weiß, sie kennt das Lyrikgut der Klassik, der Romantik und sie bedient sich daraus und zwar wie aus einem Selbstbedienungsladen. Ist doch nicht falsch. Ja. Das würde ich sagen, spricht gegen Sie. Wieso? Darf ein Lyriker nicht an die Tradition anknüpfen und diese neu verarbeiten? Genau das tut sie. So. Sie verarbeitet aber nichts anderes als das. Oh nein, das ließe sich nicht machen. Vielleicht ist das, was Sie bemerken. Wir liefern ja wieder den Beweis meiner These. Wie gesagt, eine ganze Seite in der Zeit. Von den Frühjahrserscheinungen sprechen wir über einen schmalen Gedichtband. Und jetzt bereits wieder. Ja. Und der Band ist also sozusagen... wieder aus dem Nichts gestampft, wo nein, uns noch ist. Herr Karasek, kennen Sie noch einen Lyriker, über dessen Band man so lange reden kann, heute, wie wir über diesen reden? Ich möchte noch was... Das ja, weiß ich. Entschuldigung. Aha, das wissen Herr Busche, lassen Sie jetzt mal Herr Busche uns beiden streiten. Hat ein Stichwort gesagt, für das ich ihm wirklich dankbar bin. Er hat gesagt, er liest diesen Band mit angenehmen Gefühlen, wie sonst keine Lyrikerin. Genau das ist es. Und ich würde sagen, das ist das Tödlichste, was man über Sie sagen kann. Warum? Dass Sie angenehme Gefühle erzeugt. Haben Sie nicht gerne angenehme Gefühle. Also Lyrik schaue ich wirklich nicht danach an, ob sie mir angenehme Gefühle Sie sollen ihn nicht anfangen, Darf sie sollen sie haben. Manierlich. Er hat angenehme gesagt. Er hat angenehm gesagt und das nee, war angenehme, das Verräterische. Nee, ich meine, meine nicht beglückend. Ich meine angenehm. Also angenehm. Ich muss mich doch nicht kasteien, wenn ich Lyrik lese. Adrett. Und es ist so, wie man heutzutage möchte, dass eine manierliche Frau schreibt. Deswegen ist sie so erfolgreich. Ich will ja gar, ich möchte noch mal erklären, ich weiß gar nicht, ob sie gut oder schlecht. Ich maße mir das nicht an. Das ist ja schön. Bei diesem einen Gedicht, das Sie abgedruckt haben, maße ich mir sehr wohl an. Ich will nur sagen, dass es doch eine Wechselwirkung gibt. Und dies ist auch, und insofern ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Auch ein wichtiges Thema für diese Sendung, dass wir überlegen müssen, dass Kritik Wirklichkeiten schafft, die sich nachher selbstständig machen. Das heißt, dass man durch eine Nennung hier sozusagen was ins Leben bläst, egal ob es lebensfähig ist oder nicht. Aber Herr Karasek, um das, was Sie eben dargestellt haben, bemühen wir beide uns doch seit vielen Jahren. Natürlich. Ich will doch
Autoren, an deren Talent ich glaube, zum Erfolg verhelfen. Sie doch auch. Sie wollen Regisseuren oder Dichtern oder Filmleuten, an die Sie glauben, zum Erfolg und zur Anerkennung verhelfen. Das ist doch unsere Arbeit. Ich möchte mir nur auch erlauben, manchmal anzumerken, dass ein Kritiker vielleicht auch die Aufgabe hat, zu gucken, und zwar mit fassungslosem Staunen, wie ein Kollege etwas zu einem großen Leben aufbläht. Und das wollte ich nur bemerken. Herr Karasek, ich werde Sie doch nicht hindern, mich zu bewundern. Genau das wollen Sie doch. Das wollen wir jetzt mal unterbrechen. Ja. Denn das wollen die Zuschauer vielleicht nicht, dass sie sich gegenseitig bewundern, obwohl sie sicherlich allen Grund dazu haben. Aber ich möchte noch mal darauf zurückzukommen. Sie bedient sich virtuos der Formen der Romantik und der Klassik. Das Wort virtuos habe ich ganz bestimmt nicht verwendet. Das, also ich verwende es mal. Gut, sie bedient sich, ich meine auch virtuos. Was ist daran verboten? Ich sage Selbstbedienungsladen. 300 Jahre haben beste Zeugnisse der griechischen Lyrik in Zeit des Hellenismus sich nur der Form bedient, die vorher geschaffen worden sind. Herr Busche, wenn man die Kulissen aufstellt und man tut sie beispielsweise ins Ruhrgebiet und dann passen sie aus der Romantik vielleicht nicht mehr in die Landschaft. Das war nur vor 300 Jahren. Nur stellt man heraus, lieber Herr Karasek, dass die Kritik etwa aus der Zeit, diese sehr abfällige Kritik, zum Beispiel das Argument reinbringt, dass die Lyrik der Romantik doch so aus der Naturverbundenheit lebt. Wir wissen nun alle, wenn irgendeine Lyrik mit Naturverbundenheit radikal Schluss gemacht hat, mit einer Naturverbundenheit eines Matthias Claudius, dann ist es die Romantik, die radikal den ästhetisch konstruierten Schein über die Romantik drüber stülpt. Diese groteske Unkenntnis eines Kritikers, der in der Zeit Seite... kann sich hier nicht wehren, Darf ich bitte ausreden? Ja. Diese groteske Unkenntnis dessen, was romantische Lyrik ist, aber vorgetragen mit dem großen Gestus des Oberstudienrats, der damit eine Lyrikerin abkanzelt, zeigt, wie verschollen Formen der Klassik und der Romantik im Bewusstsein junger Menschen oder Leser heute sind. Herr Busche, und darüber muss man sprechen. Ich sitze hier, Herr Kilp sitzt nicht. Haben Sie Herrn Kilp eingeführt oder nicht? Nein, haben Sie eingeführt oder nicht? Ich will nur sagen, wenn Sie behaupten, dass die Romantik den Naturbegriff abgewirtschaftet und keine Naturverbundenheit mehr, das behaupte ich Ihnen. Dann irren Sie sich. Ja gut, darüber will ich mit Ihnen nicht diskutieren, Sie sind Theaterkritiker. Aber ich will noch mal sagen, ich habe die Zeitkritik hier nicht in die Diskussion eingeführt. Sie können nicht Autoritäten zitieren, die Sie dann nicht befragen lassen wollen, weil die zufällig abwesend sind. Ich habe nur den Raum zitiert, nur den Raum zitiert, der in der Zeit... Freunde, hört mal. Ich glaube, man braucht nicht den Herrn Kilp, um etwas gegen die Ulla Hahn zu haben. Dumm, ne? Ja, ich finde auch, das ist nun wirklich nicht nötig. Ich glaube, wir sollten das Gespräch über Ulla Hahn jetzt abschließen. Wir werden uns nicht einigen und das war ja auch nicht geplant, dass wir uns einigen. Wir müssen uns doch nicht einigen in Sachen Ulla Hahn. Und ich glaube, das Vernünftigste, was wir vier alle tun können, ist, den Lesern, Zuschauern zu empfehlen, wir mögen die Gedichte von Ulla Hahn selber lesen und entscheiden. Die mögen entscheiden, ob das nun schlechte Lyrik oder ob das eine bedeutende Lyrik unserer Zeit ist. Ich bin überzeugt von der Qualität dieser Lyrik. Ich bin jetzt vom ersten Band an und ich sehe, der neue Band bestätigt meinen Eindruck. Zurück zu einer allgemeineren Frage. Ich sagte vorher, die Lyrik der Ulla Hahn, der eine Rückkehr zum Individuum zeigte, die Leiden des Individuums auf gar nicht adrette Weise gezeigt. Übrigens, Frau Löffler, ich finde gar nicht adrett gezeigt, aber lassen wir das dahin. Stellen wir mal das dahin im Augenblick. Diese Lyrik hat doch eine gewisse historische Rolle gehabt. Überlegen wir uns mal einen Augenblick eine andere Frage. Jetzt sind 20 Jahre vergangen seit 1968. Was hat sich damals abgespielt? Ich versuche in ganz kurzen Sätzen zu sagen, was war, etwas überspitzt und pointiert und bitte Sie, meine Damen und Herren, sich dazu zu äußern. Ich glaube, wir hatten eine große politische Bewegung damals, Studentenrevolte, außerparlamentarische Opposition und so weiter, welche die Literatur im Grunde genommen nicht ernst genommen hat, welche Bewegung zwar die Schriftsteller, zumal Prominente, in den eigenen Reihen sehr gern gesehen hat, aber die Literatur im Grunde nur als Instrument gesehen hat, als Werkzeug, als Methode und Mittel, um
politisch etwas zu verändern. Ich damals haben, und das ist das Interessante, Schriftsteller, hervorragende Schriftsteller auch, wie Hans Magnus Enzensberger, verlangt, dass man aufhört, diese Belletristik zu machen. Heute sei für die Literatur nur noch wichtig, Kommentare, Leitartikel, Berichte, Reportagen zu schreiben. Übrigens, Enzensberger, ein Hallo der Sondergleichen, hat selber zwar derartiges geschrieben, aber selber Gedichte geschrieben, Liebesgedichte, und erschwerend kommt hinzu, gute Gedichte, gute, anderen hat er empfohlen, sowas zu tun. Apropos, da sind wir vielleicht die Erklärung schuldig. Wir hätten so gern als Gast hier Hans Magnus Enzensberger gesehen. Keiner hätte uns erklären können, besser erklären können, wie von heute her 68 in der Literatur zu sehen ist. Leider hat Hans Magnus Enzensberger zu diesem Thema bei uns sich nicht äußern wollen. Wir haben einige andere Gäste erörtert. Die einen waren in Amerika, die anderen haben sich geweigert. Wir haben mit 5 Personen gesprochen, sich zu dem Thema zu äußern. Deswegen, meine Damen und Herren, unterhalten wir uns allein über das Thema. Wir brauchen eigentlich den Gast nicht so dringend dazu. Zurück nun also zu dieser einfachen These. Die Literatur sollte als Werkzeug im politischen Kampf verwendet werden. Und es kamen Autoren, wurden bekannt, wie Erika Runge mit ihren Bottroper Protokollen, wie Günter Wallraff mit seinem ersten Reportageband, die immer wieder in der Literatur zeigten, was sie schon vorher wussten. Thesen, die bereits formuliert waren von Politikern, Soziologen, Philosophen, wurden mit ihren literarischen Arbeiten illustriert. Ich glaube, daran ist die Literatur in der Nachfolge von 68 gescheitert, weil sie die Konzeption des sozialistischen Realismus, der das ja tut, orthodoxer Prägung natürlich, übernommen hat. Ich glaube nicht, dass dieser politische Einfluss, dieser Einfluss der Studentenrevolte auf die Literatur ohne Wirkung geblieben ist. Aber sie hat diese Literatur, die Politik nicht verändert. Wohl aber hat die Politik die Literatur ruiniert. Die 68 und die Folgen, das war für die deutsche Literatur eine ganze Weile eine Katastrophe, glaube ich. Sie war auf einem falschen Weg. Sind Sie anderer Ansicht? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und zwar folgendermaßen. Ich glaube, dass die 68er Bewegung ohne eine Literatur, die ihr vorausgegangen ist und auf die sie sich berufen konnte, ich nenne nur die Philosophie der Frankfurter Schule, ich nenne nur Brecht, ich nenne die ganzen deutschen Nachkriegsschriftsteller der Gruppe 47, die alle Wegbereiter der 68er Revolution sind, die haben sie befruchtet. Jedes Wort ist richtig, aber das widerspricht mir überhaupt. Nein, jetzt kommt aber das Zweite, dass es in bestimmten revolutionären Zeiten Wellenbewegungen gibt. Wir haben ja die Wellenbewegung an Ulla Hahn auch mal eben verfolgt, wo auch politische Gedichte apolitische folgen und so weiter. Dass es also damals das berühmte Kursbuch gab, die Literatur ist tot, ja. Das war eine Haltung, die sich oft in revolutionären Zeiten des Überbaus wiederholt hat. Man wollte, braucht auf einmal nur einen Hammer, man braucht nur ein Instrument und vergisst die Literatur. Die Verarbeitung der 68er Jahre, das haben wir ja vor bei Cipiorski gesehen, die müsste ja erst aus der Distanz erfolgen. Das heißt, wir müssten fragen, wäre es jetzt nach 20 Jahren nicht an der Zeit und gibt es das nicht langsam, beginnt nicht jetzt eine Verarbeitung jener Jahre? Und ich glaube, sie beginnt. Also aber, Herr Karasek, nein. Entschuldigen Sie, umgekehrt wird ein Schuh draus. Es ist doch, die 68er haben nichts anderes getan, als in dem Moment, wo die Revolte vorbei war, sie mit ungeheurer Wehleidigkeit und Lamoyanz zu beschreiben. Es gibt doch bitte keinen alten 68er, der nicht sofort seine Memoiren geschrieben hätte. Wir können doch jeder von uns 10, 20 Bücher sofort aufzählen. Die ganzen 70er Jahre waren eigentlich nur erfüllt von einer Literatur des ungeheuerlichsten Selbstmitleids. Warum dass damals 68 nichts geworden ist. Die ganze neue Innerlichkeit war eigentlich nur eine Reaktion auf die 68er Literatur. Ja, also ich muss sagen, die Beschreibung, die Sie gegeben haben, Herr Karasek, die halte ich historisch für falsch. Einerseits, bisher im Verlauf der Diskussion erwarten Sie sehr wenig von der deutschen Literatur. Andererseits überschätzen Sie sich jetzt auch die Frankfurter Schule.
Was wir in Deutschland bitteschön doch nicht übersehen sollen, ist, dass die 68er-Bewegung eine internationale Bewegung war, die ausging von San Francisco, die von der Frankfurter Schule damals gar nichts wusste. Doch, die hatten den Marcuse. Als Heidegger-Schüler. Der kam nach Deutschland und schloss sich dann an. Aber als er 66 in San Francisco lehrte, hat er mit der Frankfurter Schule gar nichts aber zu tun. Aber Sie wissen, dass der amerikanische SDS in Frankfurt studiert hat. Also sozusagen. Mal weiter. Das war eine Anti-Vietnam-Bewegung. Ja. Die französischen Studenten, die ein bisschen wilder waren noch als unsere, hatten auch mit der deutschen Literatur der Jahre, 20 Jahre davor oder mit der Frankfurter Schule nichts zu tun. Die waren eher von Sartre, der nun das Gegenteil von Frankfurter Schule bedeutet, inspiriert. Nein, ich glaube, die Deutschen haben damals teilgenommen an einer wirklich, und das ist Erfolg von 20 Jahren deutscher Politik bis dahin, dass die Deutschen damals teilgenommen haben an einer internationalen Bewegung als ihr integrativer Bestandteil, empfangend, abgebend. Und das gab es in der deutschen Politik eigentlich bis dahin nicht. Die Deutschen haben eigentlich immer isoliert in ihrem Land gelebt. Das war der große Vorteil und das war der Gewinn. Aber der zweite Punkt. Ich glaube, was Sie sagen, stimmt für die Kreativität und Produktion absolut. Ja. Nur, was die deutschen Studenten damals gemacht haben, man kann es bedauern, sie haben wiederentdeckt. Sie haben fast jedes halbes Jahr irgendeinen Schriftsteller aus den 20er Jahren, irgendeinen Philosophen, irgendeinen Essayisten aus den 20er Jahren, den sie nicht kannten, den es im Unterricht der 50er Jahre und der frühen 60er Jahre nicht gab, den Markt geworden, gelesen, aber diskutiert. Busche, das war eine intellektuelle Tätigkeit, die natürlich hemmte wie ein Propfen auf eigene ästhetische Erfahrung saß. Da haben Sie recht. Man muss es so erklären. Ja. Herr Busche, man kann Ihnen nicht mal widersprechen, weil Sie sich selbst so widersprechen. Das ist Produktivität, Frau Löffel. Sie können doch einerseits nicht leugnen, dass die deutsche Studentenbewegung sehr wohl einen Gott gehabt hat, und das war der Bloch. Und da hat sie einfach eine eigenständige Entwicklung gehabt und ist auch eigenständig beeinflusst worden, anders als die französische oder als die amerikanische. Halte ich schlicht für falsch. Ein Gott, der war Entschuldigung, mit falsch, Sie sagen, Sie überschätzen die deutsche Literatur. Ja. Ich gebe als ein Beispiel die Frankfurter Schule. Ich habe doch nicht geleugnet, dass Sartre eine große Rolle spielt. Sie haben so getan. Sie pauschalisieren sofort. Ja, natürlich. Ich versuche keine Vorlesung von einer Stunde. Es ist doch auch klar, dass Leute wie Benjamin und Adorno sehr wohl in den 50er Jahren in den Schulen nicht vorgekommen sind. Also war das wirklich auch die Tat, sagen wir mal, der Studentenrevolte 68, dass sie diese Leute überhaupt zum ersten Mal ins Bewusstsein gerückt? Also Verzeihung. Genau, niemand hat hier bestritten oder in Frage gestellt, dass die Ereignisse von 68 ungefähr auf die Rezeption der Philosophie und auf die Rezeption der Literatur einen starken Einfluss hatten. Das unterliegt gar keinem Zweifel. Die Frage, die ich gestellt habe, war eine ganz andere Frage. Ob aus dem, was 68 gewollt wurde, verlangt wurde und was viele Schriftsteller auch verlangt haben, literarisch irgendetwas Produktives, irgendetwas entstanden ist. Ich glaube, so gut wie nichts. Es hat die Literatur schon damals, 68, 69, 70, sich um diese Dinge kaum gekümmert. Was waren denn die wichtigen Bücher jener Jahre? Wer schrieb da? Da schrieb Marie-Louise Kaschnitz ihre Bücher, Lenz, die Deutschstunde, Gabriele Wohmann schrieb. Wir haben alle nichts damit zu tun gehabt. Peter Handkes Angst des Tormanns vorm Elfmeter stammt aus dieser Zeit, bitte. Beim Elfmeter. Ja, ihr Fußballer seid so genau da. Ja, also Angst des Tormanns beim Elfmeter, das waren die Bücher dieser Zeit. Sie spiegelten die Postulate, die von Enzensberger und anderen damals artikuliert wurden, ja überhaupt nicht. Die Literatur sollte zur Markt der Politik degradiert werden. Wo sie sich hat degradieren lassen, blieb sie wertlos. Das ist eine wichtige Sache und das soll man nicht vergessen. Marcel, zur Literatur gehört auch, und darauf hat Herr Busche aufmerksam gemacht, gehört auch immer die Wiedererweckung von vergessener und verschütteter Tradition. Und so wie Büchner, um nur ein Beispiel zu nennen, von den Expressionisten zum entdeckt wurde, so wurde er, und da sind wir ja bei 68, denken Sie an Schneider und Lenz, das sind so Versuche, sich eigene Heilige in der Tradition zu suchen. Und Herr Busche hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das Leute waren, die in den 50er Jahren aus der Rezeption verschwunden waren. Ich denke nur an solche Beispiele wie an Tancred d'Horst, der Toller belebt hat. Ich denke an Peter Weiß,
Stücke, die eine bestimmte Tradition der 20er Jahre des expressionistischen Theaters zu beleben suchten. Das waren doch Versuche, da auf die politischen Zustände so zu antworten. So geht Vietnam das nicht, Herr Karasek. Wir können in der Beurteilung der Literatur ganz unterschiedlicher Ansicht sein. Es ist gar kein Zweck, uns gegenseitig zu überzeugen. Aber was die Fakten betrifft, müssen wir Gentlemen uns schon einigen. Weiß hat damit nichts zu tun. Weiß hat das Marat-Stück, sein bedeutendstes Werk, 63 auf der Tagung der Gruppe 47 in Saulgau gelesen. Da war es schon fertig. Da waren wir noch weit von 68 entfernt. Aber der Vietnam-Diskurs ist genau... Richtig! Taugt der Vietnam-Diskurs und was taugt das Marat-Stück? Da sind wir uns doch einig, dass das Marat-Stück gute Literatur ist und wir Vietnamstück nichts wert ist. Eben das Beispiel Peter Weiß zeigt, wie der Einfluss der 68er Literatur sogar Werke bedeutender Autor, denn Peter Weiß ist ein bedeutender Autor, klar, kaputt gemacht hat. Gerade das, da sehen Sie es. Aus dem Mann, der das Marat-Stück geschrieben hat, ist der geworden, der das Vietnamstück geschrieben hat. Es ist auch der geworden, der die Ästhetik des Widerstands geschrieben hat. Bitte vielmals. Später, also, Abkehr, fürchterlich. Ja, aber wenn wir, wenn wir schon von Hauptwerk reden... Das sind 70er Jahre. Wenn wir schon von Hauptwerk reden, dann würde ich doch auch sagen wollen, dass man das eher als ein Hauptwerk und lassen Sie uns soll. Gentlemanlike mit der Wahrheit umgehen. Das Marat-Stück ist eine der literarischen Wurzeln der 68er Revolution. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Verstehen Sie, die Frage der Wurzeln, Sie interessieren sich für die Wurzeln, ich interessiere mich für die Resultate. Für die Resultate sagen, was Sie sagen, klingt so fürchterlich... als ob Sie die jetzt noch dafür, dass Sie Ihnen keine Romane hingelegt haben, in den Boden rammen wollten. Ich würde mal sagen, primum vivere deinde philosophari. Man will manchmal erst leben und dann anschließend Bücher darüber schreiben und philosophieren. Ja, so. Und das ist das, ich würde mal heute ganz stark sagen, und das Lexikon der linken Leitfiguren, das gerade in der Büchergilde erschienen ist, bestätigt das. Herr Busche, Janis Joplin war für die Studentenbewegung wichtiger als Ernst Bloch. Das würde ich beweisen wollen. Und das hat auch mehr oder weniger durch Aufnahme von Janis Joplin in dieses Lexikon der linken Leitfiguren, ist das mehr oder weniger bestätigt worden. Warum wollen Sie denn das unbedingt Janis Joplin gegen den Bloch ausspielen? Tue ich doch nicht. Sie haben gesagt, das war ein Gott. Eine Frage, die mich interessiert. Nicht zu Unrecht. Ich möchte jetzt erstmal den Gedanken zu Ende führen. Also gut, bitte. Das 68, was 68... zu dem Ereignis hat werden lassen, dass wir nach 20 Jahren immer noch darüber sprechen, war ein Lebensgefühl. Auf dieses Lebensgefühl hat sich übrigens auch der SDS erst draufgesetzt. Der SDS wurde buchstäblich überrollt von dem, was da plötzlich von ihm an Theorie erwartet wurde. Die Bewegung, die Studentenbewegung, hatte ursprünglich mit dem SDS sehr wenig zu tun. Das, was wir 67, 68, 69 in Paris, in Kalifornien, in Frankfurt und Berlin erlebt haben und in anderen Städten, war der Ausbruch eines Lebensgefühls. Und dieses Lebensgefühl hat sich Götter, wie Sie es nennen wollen, Sternchen, Stars gesucht und hat mit denen, also ich denke an den Viva Maria-Film. Ja. Der Viva Maria-Film war im Grunde, wenn Sie so wollen, das künstlerische Ereignis der Studentenbewegung. Dass da Jean Moreau und Brigitte Bardot durch Mexiko gingen und vormachten, Revolution macht Spaß. Das war ein Satz, den ich immer wieder... Revolution macht Spaß, das war das Gefühl. Verzeihen Sie, Sie haben mit allem, was Sie jetzt gesagt haben, recht. Es ist ja alles richtig. Ja. Erst leben und dann philosophieren. Diese Leute wollten wirklich leben und etwas tun und nicht Kunst und Literatur machen. Das sage ich doch. Die Kunst ist flöten gegangen dabei. Die Literatur ist flöten gegangen. Und wenn wir über Bücher sprechen, die irgendwie das Erlebnis dieser Generation zeigen, nicht sehr bedeutend, aber immerhin, er hat es genannt, zu Recht. Das Buch von Peter Schneider, Lenz, gehört ja noch beinahe das Einzige, das diese das Zeit zeigt. Das würden Sie über Vesper sagen. Ja. Na ja, gerade schon literarisch sehr schwach, der Vesper, glaube ich. Ein Zeitdokument, ja, gewiss. Ich will sagen, und diese... Siegfried, wie ist das? Von, bitte, Erich Fried? Nein, Siegfried. Von diesem Verleger da. Gott, wollen wir auf diese Ebene der Literatur gehen? Ich frage mit den Ebenen. Was mir Spaß macht, lese ich zunächst mal. Und ich kümmere mich nicht darum, ob ich sage, das ist Fontane, ist nicht meine Ebene.
Das Buch habe ich damals gerne gelesen. Ja, gut, aber ein Buch gerne lesen und die Bedeutung eines Buchs erkennen sind doch zwei verschiedene Sachen. Die Bedeutung überlasse ich Ihnen, das hatte ich ja eben schon, und ich möchte das Vergnügen haben. Ich weiß nicht, ob die Kotjewitz-Romane so viel schlechter waren, als was jetzt erscheint. Ich meine, ich möchte das einfach nicht beurteilen, aber das Lebensgefühl war in Ihnen drin. Ja, aber wir sagen ja, dass das, was heute an Roman erscheint, ja ohnehin wenig nur ist. Wir sprechen doch von einer Krise der Literatur und alle vier hoffen wir doch. Seit wann? Aber sagen wir doch offen, wir hoffen alle, Marcel, dass die neue... Marcel, seit Sie leben, sprechen wir alle von einer Krise der Literatur. Sagen, wir leben von der Krise. Aber nur Kritiker langsam. Leben von einer Krise der Literatur, die Sie selbst herbeiführen. Nein. Sie eben haben Sie noch gesagt, dass ich künstliche Blüten schaffe, dass ich aus dem Nichts eine Dichterin Ulla Hahn geschaffen habe. Blüten. Und jetzt sagen Sie plötzlich, dass eine Krisenblüte. Also, ob so oder so, im Herbst dieses Jahres wird die große Blüte der deutschen Literatur beginnen. Ich bin ganz fest überzeugt. Sie glauben es, Frau Löffler, glauben Sie es mir, in diesem Herbst. Und wenn sie nicht beginnen wird, dann werde ich überzeugt sein, dass sie im Herbst 89 beginnen wird. Anders kann ich nicht arbeiten. Ich warte nicht immer auf die Jahrhundertwerke. Es genügt mir schon das Werk dieses Jahres. Ja. Oh Gott, das Werk dieses Jahres ist nur, glaube ich. Im Herbst war es ein ausländisches Buch und im Frühjahr ist es wieder ein ausländisches Buch. Es sind nicht die deutschen Bücher. Ich bedauere es. Es darf keiner mehr was sagen. Wir müssen, glaube ich, Schluss machen. Haben Sie denn ganz eilig noch was Dringendes zu sagen? Ja? Sind die Blüte der österreichischen Literatur in den 60er und 70er Jahren, gehört die der deutschen Literatur an oder würden Sie sagen, es ist eine Blüte der österreichischen Literatur? Oh Gott, in der letzten Minute wollen Sie eine... Oh, darüber werden wir diskutieren, wenn die Kameras abgeschaltet sind. Ein Wort noch bitte. Ja? Peter Handke und leider auch Thomas Bernhard sind Österreicher, das möchte ich nur noch sagen. Ja, aber die schreiben in deutscher Sprache. Aber sie sind keine deutschen Autoren. Sie sind Österreicher, die in deutscher Sprache schreiben. Und ob es eine österreichische Literatur gibt, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Es ist zu spät. Ich glaube, man stellt die Frage, ob es eine österreichische Literatur gibt, immer dann, wenn man nicht ganz sicher ist, ob es eine deutsche Literatur gibt. Meine Herrschaften, wir haben wieder einmal nichts geklärt. Aber es war ja nicht unsere Absicht, etwas zu klären. Wir können nur abschließen mit dem Wort von Brecht aus dem Sichuan-Drama. Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.